Ich grüße euch, meine Lieben. Ich möchte unbedingt etwas mit euch teilen. Ich hatte mir heute einen Beitrag angesehen von Mensch Gott ERF YouTube-Kanal. Und da geht es um Chantal, die erzählt hat, wie sie zu Jesus gefunden hat. Und um 3.33 Uhr habe ich dieses Posting dann in meine Gruppe gegeben. Und interessanterweise bedeutet die 333 Symbol Christusrose, reine Christusliebe, Rosenliebe, die heilige Rose, Geburt der Christusenergien, starke Herzensliebe freilassen und sich der puren Herzensliebe öffnen, die rein allumfassende Liebe fühlen lernen, höhere Stufen erfahren als himmlische Wesen auf Erden. Dann habe ich das Ganze genommen und habe einen Screenshot draus gemacht. Und ich hatte vorher jetzt schon ein Video gemacht, deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so euphorisch. Und habe dann jetzt gesehen, dass hier oben eine Lupe ist. Und ich habe das vorher nicht gesehen. Aber interessanterweise ging es hier um was ganz anderes, was mir aufgezeigt werden sollte. Und ich habe jetzt diese Videos wieder gelöscht, die ich vorher aufgezeichnet habe. Möchte euch aber jetzt trotzdem mal was zeigen. Es geht nämlich um den Buchstaben Q. So. Jetzt gehe ich hier einfach mal wieder raus und zeige euch jetzt mal, ich hoffe, ich lösche das jetzt nicht wieder. Kein Bock, das nochmal aufzuzeichnen. Ich mache das einfach mal hier hoch. So, und ich habe hier eine App auf meinem Handy geladen. Da möchte ich euch erstmal zeigen, was da genau passiert ist. Ich kann nämlich dann auf meine App quasi, also es wird jetzt wahrscheinlich immer wieder dasselbe Screenshot sein, weil ich das jetzt zu dem Zeitpunkt um 3.36 Uhr aufgezeichnet habe, beziehungsweise gemacht habe, das Screenshot. So. Interessant sind hier wieder die Zahlencodes, ne? Ich finde die unheimlich interessant. So, hier ist mein Screenshot. Und dann bin ich auf mobile Ansicht gegangen, vorher. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier machen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann gehe ich hier rein. Muss das also quasi bestätigen. Ja, warum jetzt das kommt, ich habe keine Ahnung. Nee, das ist jetzt verkehrt. Sorry, ich muss da noch mal rein. Das hier ist der Screenshot. Warum der jetzt darum spinnt, weiß ich auch nicht. So. Genau. So, wie ihr seht, ist hier jetzt der ganze Text sichtbar. Und interessanterweise wird aus der Lupe ein Q. Wie ihr seht hier, ein Q. Und das hat sich einfach so mir gezeigt. Das ist mir sofort wie ins Auge gesprungen. Ich versuche das zu vergrößern, aber irgendwie funktioniert das hier gerade nicht so, wie ich das möchte. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und gehe ich aber jetzt zum Beispiel auf die Datei, ne? Warte, ich zeige euch das. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ich habe meine Zahlencodes hier abgespeichert.
Zahlencodes und Chakrentöne. So, dann bin ich hier runter. Also ich habe das dann gescrollt, bis ich zur 333 kam. Ist eine sehr interessante PDF. Ja. Und dann habe ich gedacht, hä, wo ist denn jetzt das Q hin, ne? Und habe dann so rumgemacht und denke, das darf doch nicht wahr sein. Was ich eigentlich sagen will, ist, man sieht ja jetzt das Q hier nicht. Ich weiß jetzt aber, mein Verstand versucht ja eine Erklärung zu finden, dass es mit dieser Lupe hier oben zusammenhängt, die ihr sehen könnt, ja. Also neben den Zahlen Kurz und Schack, Punkt, 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 Punkt. Da kommt die Lupe und dieser Pfeil nach oben. So. Aber das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Das war, als wenn man mir irgendwas aufzeigen wollte. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das jetzt anders erklären soll. Ich hoffe, der ein oder andere versteht mich. Aber interessant ist halt auch, dass der Buchstabe wirklich hier abgebildet ist. Ja gut, und dass das jetzt halt nicht mehr wie eine Lupe aussieht, sondern wie der Buchstabe Q, ist ja wohl auch irgendwie hier zu sehen. Ja, genau. Also, das hat mich jetzt wirklich, ne, seht ihr ja, das sieht nicht aus wie eine Lupe, ihr Lieben. Und ja, wie gesagt, die Zahlenkombination spricht hier halt auch Bände. Und es ging ja um Jesus in diesem Beitrag und wie sie von wie sie eine Weile in eine satanistische Gruppe oder beziehungsweise Gruppierung gefallen ist, Organisation oder wie man das auch immer nennen möchte, weil sie sich dafür entschieden hat, ja. Und sie hat dann aber gemerkt, sehr schnell, dass es ihr nicht gut geht damit. Und sie hat auch schlimme Träume gehabt. Hört euch einfach diesen Beitrag von Chantal an und ihr werdet erstaunt sein. Ja. Also ich finde das total hochinteressant, warum der Buchstabe Q hier auftaucht in dem Zusammenhang. Weil es gibt ja keine Zufälle. Und klar, man kann das jetzt erklären und viele können jetzt sagen, es ist Zufall. Nein, es ist eben kein Zufall. Okay. Ja, in dem Sinne, achtet mal auf die Zeichen. Das sind ja Zeichen, die uns gezeigt werden. Ja, und die tauchen nicht ohne Grund auf, ihr Lieben. In dem Sinne wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out.